Wir könnten ganz in der Nähe sein. Peaches! Bell, wenn du mich hören kannst! Komm zurück, Peaches! Komm schon, folge dem Van! Schneller! Peaches hatte heute einfach keine Lust auf Eis. Das klang ja wie Shani. Ich muss rausfinden, was da los ist. Vielleicht kann sie mir helfen, Peaches zu finden. Danke fürs Mitnehmen, Kumpel. Gib mir die Münze zurück! Mal gucken, ob ich helfen kann. Überraschung! Was machst du denn da drin? Na, dir helfen natürlich. Kannst du auf den Münzschlitzmechanismus zugreifen? Kein Problem. Danke, Polly. Du bist die Beste. Mal gucken, ob ich das Spiel auch wieder flott kriege. Ich würde sagen, das hat geklappt. Polly, pass auf! Danke, Shani. Lust auf einen Frozen-Joghurt, nachdem ich dich gerettet habe vor dem Sorbet? Nein, danke. Ich glaube, ich hatte heute wirklich genug Abenteuer, die mit Eis zu tun hatten. Was meinst du damit? Bevor ich dich getroffen habe, habe ich auf einem Hund den Eiswagen verfolgt. Was? Wieso? Peaches ist von zu Hause ausgebüxt. Oh nein! Ich habe überall gesucht. In den Straßen, im Park. Aber ich kann sie nicht finden. Sie ist schon einige Stunden weg. Langsam mache ich mir Sorgen. Ich hoffe, dass ihr nichts passiert ist. Wir finden sie schon, Polly. Wir brauchen mehr Leute, die nach ihr suchen. Vielleicht können wir sogar Poster aufhängen. Oh, das ist eine tolle Idee. Hast du das auch gehört? Vielleicht ist es Peaches. Wer auch immer das ist, klingt, als bräuchte er Hilfe. Komm mit! Fortsetzung folgt. Thank you.
bloß? Ich kann nicht glauben, dass sie weggerannt ist. Ich probier's mal im Park. Da ist sie am allerliebsten. Peaches! Peaches, wo bist du? Hier ist sie nicht. Nein, hier ist sie auch nicht. Entschuldigung, haben Sie zufällig einen kleinen braun-weißen Hund in der Nähe gesehen? Nein, tut mir leid. Nein, leider nicht. Nein. Komm zurück, Peaches! Peaches! Bell, wenn du mich hören kannst! Tja, mal sehen. Also, wenn man einen Hund finden will, muss man wie einer denken. Hey, ich kenne dich. Du wohnst nebenan und bist Peaches bester Freund. Vielleicht kannst du mir helfen, sie zu finden. Okay, Kumpel. Kannst du mich zu Peaches bringen? Und klein! Los geht's! Oh. Nicht so schnell! Psst! Leise! Puh. Wir bleiben lieber versteckt. Was hast du gefunden, Kumpel? Definitiv Hundespuren. Vielleicht von Peaches? Da lang! Hm? Hast du das gehört? Lass uns nachsehen. Schnell wieder topfit. Schon fertig. Keine Sorge, jetzt ist alles wieder gut. Fortsetzung folgt. Klein, ganz groß, wir
drüben. Komm mit. Das könnte unsere Chance sein, Peaches endlich zu finden. Sind Hotdogs nicht Peaches absolutes Lieblingsessen? Sind sie. Gehen wir rein und sehen uns um. Layla, hi! Was machst du denn da unter dem Tisch? Hi, Leute. Ich suche meinen Ring. Den silbernen, den ihr mir zum Geburtstag geschenkt habt. Mein Lieblingsring. Wieso verschwindet denn heute alles? Wir suchen nach Peaches. Sie ist von zu Hause weggelaufen. Oh nein, das tut mir so leid, Polly. Und ihr hattet noch kein Glück? Ich hatte leider auch noch kein Glück. Der Ring muss vorhin beim Shoppen in der Mall irgendwie abgefallen sein. Ich denke, ich gehe zurück und suche da nochmal. Eigentlich könnte Peaches da auch sein. In der Mall haben wir noch nicht gesucht. Suchen wir doch zusammen nach Peaches und nach meinem Ring. Zu dritt haben wir bestimmt mehr Glück. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Die Mall schließt in einer Stunde. Wir müssen uns beeilen. Layla, suchen wir zuerst nach deinem Ring. Wo warst du überall einkaufen? Oben im dritten Stock. Gehen wir nach oben. Es dauert bestimmt eine Weile, alles abzusuchen. Erinnerst du dich, wo du genau warst? So ungefähr. Alles klar, lass uns deine Schritte zurückverfolgen. Also, ich habe definitiv eine Weile vor diesen Taschen gestanden. Vielleicht brauche ich einfach einen Perspektivwechsel. Und klein! Hast du was gefunden? Nein. Lasst uns woanders weitersuchen. Ich erinnere mich, dass ich Schuhe anprobiert habe. Ihre Aufmerksamkeit, die Mall schließt in 30 Minuten. Ich werde den Ring niemals wiederfinden. Er hat perfekt zu dem Shirt gepasst, das ich vorhin gekauft habe. Layla, hast du das Shirt vor dem Kaufen anprobiert? Natürlich! Hab ihn gefunden! Wäre es okay, wenn wir noch ganz kurz bei der Zoohandlung vorbeischauen, bevor wir... Polly, was hast du? Leute, ich glaube, ich habe Peaches Halsband gefunden. Heute Geburtstag! Woohoo! Es gibt noch einiges zu tun. Ich backe heute den besten Geburtstagskuchen der Welt. Und dann fahre ich im Skatepark ein Rennen mit Shani, Nicholas und Layla. Oh, und dann gibt es da noch das Freispiele-Event in der Spielhalle. Nein, wartet. Eigentlich möchte ich heute viel lieber mit allen einen Hubschrauberrundflug machen. Ich muss nur einen neuen Propeller einbauen. Mal sehen. Ich hab's. Ich werde Layla um Hilfe bitten. Ich bin mir sicher, dass wir den perfekten Propeller in ihrem Zubehör finden. Thank you.
tut mir so leid. Ja, mir geht's gut. Keine Sorge. Happy Birthday übrigens. Danke. Ich freue mich so darauf, mit euch allen zu feiern. Nein, lass mal. Ich mach das schon. Tut mir leid, aber ich bin heute sehr beschäftigt. Ich muss ein wissenschaftliches Projekt beenden. Lass uns ein anderes Mal feiern. Wir sehen uns. Okay. Bis dann. Hey, Laila! Ich hab dich gesucht. Hast du vielleicht einen Propeller für meinen Hubschrauber? Ich möchte nämlich alle meine Freunde auf einen Geburtstagsrund... Sorry, Polly. Ich habe einen supervollen Zeitplan heute. Wir sehen uns später, okay? Oh, und Happy Birthday! Danke. Wieso sind denn heute alle so beschäftigt? Gut, dann gibt es keinen Hubschrauberflug. Aber vielleicht ist Nicholas ja im Skatepark. Und der hat bestimmt Lust auf ein Rennen. Hallo, Geburtstagskind. Nicholas, warte. Ich wollte mit dir ein Rennen fahren. Sorry, ich bin spät dran. Holen wir nach. Ich muss los. Es ist doch nicht zu fassen, dass keiner mit mir feiern will. Vielleicht könnte ich etwas Neues ausprobieren. Und nein! Juhu! Das macht so viel Spaß! Die anderen verpassen wirklich etwas. Das ist genug für heute. Eigentlich könnte ich noch in der Spielhalle vorbeischauen bei dem kostenlosen Spiele-Event. Oh, wow. Da scheint eine lustige Party zu sein. Das gucke ich mir an. Und groß. Absolut fantastisch! Danke, Freunde! Du hast nicht damit gerechnet, dass wir eine Party schmeißen, oder? Alles klar! Dann kann die Party ja losgehen! Den Kuchen haben wir selbst gemacht. Der sieht so lecker aus. Ich hatte Angst, dass du unseren Plan aufdeckst, als wir uns vorhin über den Weg gelaufen sind. Zum Glück hast du nicht bemerkt, dass die Kerzen fast aus der Tüte gefallen wären. Also, Polly, wünsch dir was. Ach was, ich muss mir doch überhaupt nichts wünschen. Ich habe die besten Freunde auf der Welt. Los, lasst uns die Kerzen gemeinsam auspusten. Eins, zwei, drei. Happy Birthday, Polly! Polly, achte drauf, dass er einen Mittagsschlaf macht und ruf an, wenn du mit irgendwas Schwierigkeiten hast. Ich schaff das schon, Mom. Mach dir keine Sorgen. Bye, bye. Denk dran, dich auch um Peaches zu kümmern, okay? Komm her, Peaches. Es gibt für alle etwas zu essen. Hast du Hunger, Pex? Schön weit aufmachen.
Komm schon, das ist doch lecker. Okay, Pax, du gewinnst. Hier ist der Löffel, aber du musst doch etwas essen sonst. Und klein! Klein, klein! Und groß! Ich werde nicht mehr klein, solange du frech bist. Vielleicht machen wir jetzt den Mittagsschlaf? Packen wir dich ins Bett. Mal sehen, wo ist dein Teddy? Schon, Pax. Es ist Schlafenszeit. Wir können ja später noch ganz viel zusammen spielen. Schlaf gut. Wie schaffst du das bloß? Alles klar, Kleiner. Du willst spielen? Dann mal los. Aha! Schlafen. Mom und Dad sind bald wieder da. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dir mit meinem Medaillon beim Einschlafen helfen kann. Und ich brauche jetzt auch einen Mittagsschlaf. Oh, Schatz, ich glaube, du hast die Tür nicht richtig zugemacht, als wir gegangen sind. Oh, tut mir leid. Und, ist alles gut gegangen? Alles bestens, er schläft gerade. Klasse, hast du daran gedacht, Peaches zu füttern? Ja, klar, sie ist gefüttert und zufrieden, also, Peaches? Peaches? Wo bist du? Oh nein, ich glaube, sie ist weggerannt. Fortsetzung folgt. Peaches Halsband. Ich glaube, wir sind ganz kurz davor, sie zu finden. Und klein! Brauchst du Hilfe mit Peaches Halsband? Oh, gehen wir doch noch in das Tiergarten.
Geschäft, bevor die Mall schließt, Polly. Vielleicht haben die Peaches gesehen. Tja, hier ist nichts. Peaches, wo bist du bloß? Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Die Mall schließt in 15 Minuten. Bitte begeben Sie sich zum Ausgang. Wir müssen jetzt gehen, Polly. Es gibt doch noch viele Orte, an denen wir noch nicht gesucht haben, oder? Nein. Wir haben jetzt an all ihren Lieblingsplätzen in Littleton gesucht. Und es wird langsam spät. Sollen wir zurück zu dir nach Hause gehen? Vielleicht ist sie da. Und falls sie da nicht ist, können wir deine Schritte von Anfang an nachvollziehen, so wie bei meinem Ring. Ich mach mir Sorgen, dass ihr etwas passiert ist. Hey, nicht aufgeben. Vielleicht hat sie jemand gefunden. Lass uns über Nacht ein paar Poster basteln, dann können wir sie morgen in der Stadt verteilen. Das ist eine tolle Idee. Ihr seid einfach die Besten. Danke. Moment mal. Was? Habt ihr das gerade gehört? Ich habe gerade ein Bellen gehört. Vielleicht solltest du dich etwas ausruhen. Komme gleich! Das war definitiv Hundebellen. Ich habe es auch gehört. Aber natürlich! Peaches hat mir geholfen, Pex für seinen Mittagsschlaf müde zu machen. Wir haben wirklich alles Mögliche ausprobiert. Ich muss sie aus Versehen mitgeschrumpft haben. Polly, bist du das? Schnell! Verwandle dich zurück, bevor dein Dad dich sieht. Und groß! Das Essen ist gleich. Peaches! Kommst du, Polly? Hier hätte jemand große Lust, dein Essen zu essen. Wirklich? Wer könnte das wohl sein? Zusammen. Polly hier. Willkommen zurück zu meinem Vlog. Heute habe ich ein super cooles Basteltutorial für euch. Ich bin schon gespannt. Seid ihr dabei? Ich zeige euch, wie ihr selbstgemachte Freundschaftsarmbänder mit diesen coolen Perlen machen könnt. Ihr findet Perlen wie diese in allen möglichen Formen, Farben und Größen in eurem Bastelladen vor Ort. Also, dann legen wir mal los. Mal sehen. Wir brauchen einen Faden.
Wo habe ich ihn nur hingelegt? Ah, da ist er ja. Schneidet jetzt ein Stück Schnur oder Faden ab. Ich habe hier einen Faden verwendet, wie diesen. Bindet nun einen schön festen Knoten am unteren Ende des Fadens. Das verhindert, dass die Perlen runterfallen. Du kannst die Perlen aufziehen, wie du möchtest. Laila macht ihre Armbänder immer nach einem bestimmten Farbschema. Shani hält sich gerne an Muster. Und ich verwende gerne die Farben, die mir spontan ins Auge fallen. Wenn du weitere Perlen hinzufügst, überprüfe den Knoten an deiner Schnur, um sicherzustellen, dass er noch hält. Das war's. Perfekt. Und denk dran, wenn du ein Freundschaftsarmband machst, ist es wichtig, dass du es ganz persönlich gestaltest. Das Armband soll dich an deine Freunde und die Momente erinnern, die ihr gemeinsam erlebt habt. Ups, ich suche sie schnell. Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Wie finde ich die Perle am besten? Vielleicht hilft ja ein kleiner Perspektivwechsel bei der Suche. Und klein! Sie kann ja nicht weit sein. Autsch! Was war das? Oh, wo kommt die denn her? Oh, ich weiß es. Wir waren letztes Jahr auf der Klassenfahrt an diesem schönen Strand. Guckt mal, diese besonders schönen Muscheln kommen in meine Sammlung. Ich habe so viele gefunden. Ja, ich liebe besonders diese gedrehten und glänzenden. Was ist mit dir, Polly? Welche findest du am schönsten? Diese hier. Und das war der Beginn meiner schönen Muschelsammlung. Ich habe eine Idee. Ich kreiere mit dieser Muschel einfach ein neues Freundschaftsarmband. Ich mache gern aus besonderen Gegenständen Armbänder, die erinnern mich an schöne Momente mit Laila und Shani. Mit so einem Knopf hat Laila zum Beispiel eins meiner Kleider repariert. Und das ist eine Mutter aus einem Wissenschaftsprojekt, die mir Shani irgendwann mal geschenkt hat. Ich kann es gar nicht glauben. Ich dachte, dass ich diesen Edelstein vor Jahren verloren hätte. Der war ein gemeinsames Geschenk von Laila und Shani zu meinem Geburtstag. Das war so ein toller Tag. Oh nein! Oh. Das war so eine schöne Erinnerung. Moment mal, es ist immer noch eine schöne Erinnerung. Und ich kann vielleicht noch was Tolles daraus machen. Dieses Stück Leder ist perfekt für die Unterseite des Armbands. Jetzt klebe ich die Splitterstücke des Edelsteins darauf. Seht doch, wie schön sie glänzen. Jetzt geben wir dem Ganzen den letzten Schliff. Zuerst die Mutter. Jetzt die Muschel und den Knopf. Und das war's. Das ist ein ganz persönliches Freundschaftsarmband. Seht ihr? Es gibt so viele Möglichkeiten, ein schönes Freundschaftsarmband zu basteln. Wenn etwas von tiefstem Herzen kommt, dann ist es am Ende immer wunderschön. Es macht immer Spaß, kreativ zu sein und Dinge wieder zu recyceln. So wie mein Edelstein-Freundschaftsarmband. Es spiegelt meine Freundschaft mit Shani und Laila perfekt wider. Und ich finde, dass das Armband jetzt sogar noch wertvoller ist als der ursprüngliche Edelstein vorher. Mir hat es viel Spaß gemacht. Okay, ich verabschiede mich für heute und denkt immer daran, klein, ganz groß. Bis dann! Zusammen. Wie geht's euch? Schon eine Weile her seit meinem letzten Vlog. Also habe ich gedacht, ich bringe zwei besondere Gäste mit, um das zu einem besonderen Anlass zu machen. Hallo, ich bin Laila. Hi, ich bin Shani. Ich habe heute mein Zimmer aufgeräumt und habe dabei ein paar Fotos von früher gefunden. Die haben so viele Erinnerungen zurückgebracht. Oh, wow.
Das ist so süß. Ich wusste nicht, dass du dieses Foto hast. Erinnert ihr euch noch daran, als wir uns damals für Geburtstagspartys verkleidet haben? Ja, seht mal, Layla hat schon damals die allerbesten Outfits zusammengestellt. Guckt mal, die Schnitzeljagden, die Shani immer organisiert hat. Ja, Shani, du hast uns die allerbesten Hinweise hinterlassen. Und du warst immer so unfassbar gut im Versteckspielen, weißt du noch, Shani? Du hast immer die besten Verstecke gefunden. Das hat so viel Spaß gemacht. Die Welt wirkte damals noch so unfassbar groß. Das stimmt. Und wir konnten uns überall verstecken. Heute wäre es nicht mehr dasselbe. Wieso spielen wir jetzt nicht nochmal Verstecken? Aber dieses Mal sind wir dabei winzig. Alles wäre riesig. Und wir hätten mehr Plätze, um uns zu verstecken. Genau wie damals, als wir klein waren. Kommt schon, Mädels. Lasst uns Verstecken spielen. Ja, bitte. Was für eine tolle Idee. Und klein. 98, 99, 100. 1, 2, 3, ich komme. Mal sehen. Hier nicht. Hier nicht. Und hier auch nicht. Ich glaube, ich weiß, wo Layla ist. Haha! Tada! Hab dich! Alles klar. Das war wohl einfach zu einfach. Weißt du, wo Shani ist? Ich brauche deine Hilfe, um sie zu finden. Tja, nicht hier. Nope. Hier auch nicht. Shani, bist du das? Nein. Ich glaube, Shani ist immer noch die Beste im Verstecken. Wir haben schon fast überall gesucht. Wo kann sie nur sein? Halte durch, Layla, ich komme! Keine Angst, mir geht's gut. Guck mal! Finaler Hinweis. Um die Lösung zu finden, muss man manchmal wieder zurück an den Anfang. Ich erinnere mich. Shani hat am Anfang ihrer Schnitzeljagden immer irgendwelche Hinweise hinterlassen. Und wir haben sie erst ganz am Ende gefunden. Warte nur ab, Shani. Ich werde dich schon finden. Ha! Jetzt habe ich dich. Gut gemacht, Polly. Seht ihr? Verstecken ist immer noch genauso wie damals, als wir klein waren. Du bist immer noch die beste, Shani. Also, was für Spiele habt ihr gespielt, als ihr kleiner wart? Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Hey, ihr Lieben! Polly hier! Willkommen zurück zu meinem Vlog! Also,
Laila hat heute endlich ihr Sommerpraktikum in einer Fashion-Boutique im Einkaufszentrum angefangen. Und sie war super aufgeregt. Zum Glück waren Charlie und ich da, um ihr zu helfen. Laila arbeitet doch schon wirklich hart. Wie konnte sie noch dieses Sommerpraktikum finden? Einer Freundin ihrer Mom gehört die Fashion Boutique. Und als sie Lailas letzte Kreation gesehen hat, hat sie sie einfach eingeladen. Wow, wie großartig. Sie muss sich so freuen. Oh mein Gott, mein erster Tag und ich komme schon zu spät. Deine Schicht fängt doch erst in einer Stunde an. Du hast noch ewig Zeit. Nicht, wenn man seine Haare und sein Outfit aufeinander abstimmen muss. Entspann dich. Komm, wir helfen dir dabei. Danke, Leute. Oh, das passt einfach nicht zusammen. Also für mich sieht es gut aus. Oh, ich weiß nicht. Ich bin so nervös. Wie soll ich Leuten helfen, wenn ich mir nicht mal selber ein Outfit zusammenstellen kann? Laila, du bist eine brillante Stylistin. Vertrau einfach deinem Instinkt. Ich glaube, da kommt gerade ein Kunde rein. Oh nein, was mache ich denn jetzt bloß? Ich habe eine Idee. Und klein. Nimm uns einfach mit. Wir verstecken uns in deinen Taschen und wenn du einen Ratschlag brauchst, helfen wir dir. Leute, habt ihr gehört? Die Schichtleiterin hat mich gebeten, diese Schuhe im Regal zu ordnen. Irgendwelche Vorschläge? Okay, das ist einfach. Ordnen wir sie einfach in einer logischen alphabetischen Reihenfolge an. Genau wie Bibliotheksbücher. Die blauen zuerst, denn B kommt vor G für gelb. Wie wäre es mit einem praktischeren Ansatz? Die Sommerschuhe auf eine Seite und die Winterschuhe auf die andere. Aber Sneakers sind weder Sommer- noch Winterschuhe. Siehst du, mein System ergibt mehr Sinn. Aber das hier ist keine Bibliothek, Shani. Laila? Ich wusste nicht, dass du hier arbeitest, Laila. Oh, hi, Mrs. Pocket. Ich mache hier mein Sommerpraktikum. Oh. Ich versuche nur etwas Neues mit der Auslage. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? In der Tat, ja. Ich möchte einen Hut kaufen. Ich zeige Ihnen die Hutkollektion. Also, ich bin mir mit der Farbe nicht wirklich sicher. Die Farbe? Kein Problem. Ich suche etwas anderes. Shani, ich hab doch gesagt, die Farbe passt nicht. Wie wäre es mit dem? Versuchen wir doch den hier. Vielleicht etwas zu groß? Ich hab doch gesagt, dass er nicht passt. Aber der Stil passt zu ihr. Genau, das ist es. Oh. Ihr bleibt hier. Entschuldigung, aber können Sie mir noch genauer sagen, wonach Sie suchen? Ich suche nach einem Vintage-Look. Na, mal sehen. Wie wäre es mit diesem? Ich liebe ihn. Vielen Dank. Gern geschehen. Ist alles okay? Sorry fürs Durcheinanderbringen, Laila. Ja, und sorry fürs Streiten. Nein, schon okay. Ihr wolltet ja nur helfen. Aber du hattest recht, Polly. Ich muss meinem Instinkt vertrauen. Leute, wie findet ihr das hier? Eine farbliche Anordnung nach den Farben des Regenbogens. Wow, wirklich gut gemacht, Laila. Ein richtiger Eyecatcher. Vielen Dank. Und vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Ich weiß, ihr habt es nur gut gemeint. Ihr seid die allerbesten Freunde. Laila hat sich an ihrem ersten Tag so gut geschlagen, weil sie ihrem Instinkt vertraut hat und mit Selbstbewusstsein gearbeitet hat. Okay, das war's für heute. Und denkt daran, klein, ganz groß.
zusammen, Polly hier. Willkommen zurück zu meinem Vlog. Ich muss euch unbedingt erzählen, was heute passiert ist. Es schneit. Findet ihr Schnee auch so toll? Das ist das Schönste für mich am Winter. Es schneit jetzt schon seit Tagen und meine Freundinnen Laila und Shani und ich freuen uns auf ein Schneeabenteuer. Eins, zwei, drei und eins, zwei, drei. Ich finde, das klappt schon richtig gut. Ich liebe Schnee. Und jetzt noch zwei Augen. Eins und zwei. Und einen pinken Schal. Und fertig. Also, ich finde, ein blauer Schal würde definitiv besser zu deinen Augen passen. Polly! Schneeball! Nicht getroffen! Oh. Hey, nicht schlecht. Na, warte! Das machst du nicht nochmal mit Mr. Snowy. Und bist du bereit? Huh? Ha! Ich habe nur darauf gewartet. Dann pass mal auf. Guter Wurf, Shani. Und jetzt Lailas Kopf. Vielleicht beim nächsten Mal. Aufgepasst, Mädels! Wow, guckt mal! Wow! Wow, sieht das schön aus! Wirklich wunderschön! Ja! Ich wünschte, dass es jeden Tag schneien würde. Das macht so viel Spaß. Es ist so magisch. Woraus besteht Schnee eigentlich? Also, wenn die Temperaturen in der Atmosphäre sinken, verfestigt sich das kondensierte Wasser in den Wolken zu Kristallen. Ich finde, er ist zu flauschig, um Wasser oder ein Kristall zu sein. Er ist doch eher weich wie Zuckerwatte. Wenn wir ein Mikroskop hätten, könnten wir die Kristalle ganz genau ansehen. Ich bin mir sicher, du findest sie wunderschön, Laila. Vielleicht brauchen wir ja gar kein Mikroskop. Kommt mit. Lasst uns rausfinden, woraus Schneeflocken wirklich gemacht sind. Tolle Idee. Und klein. Du hattest recht, Shani. Sie sind wunderschön. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass es so viele verschiedene Muster gibt. Ich habe eine Idee. Jede von uns fängt sich eine Schneeflocke mit dem Muster, das sie am liebsten mag. Auf geht's! Ich möchte eine mit einem dreieckigen Muster und einer schönen, stabilen Form. Da! Perfekt! Das ist die richtige! Shani, guck mal! Streifen sind in dieser Saison total in! Ist sie nicht wunderschön? Guter Fang! Wo ist Polly? Hier drüben! Guck mal, was ich habe! Sehr schön, Polly! Wow! Deine Schneeflocke ist so cool! Ja, ich denke, diese Spiralen könnten sie super aerodynamisch machen. Ganz genau. Das ist die perfekte Schneeflocke, um das zu tun. Shani, fang! Oh. Oh. Gefangen! Jetzt du, Laila. Hier, zu mir. Das war so ein lustiger Tag. Ich hoffe wirklich, dass es morgen auch wieder schneit. Was macht ihr denn gerne, wenn es schneit? Das würde ich gerne wissen. Hinterlasst mir unten einen Kommentar. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal. Wir
Wir sehen uns nächste Woche.